Heute testen wir mal die Federal Gold Medal Patrone mit einem 40 Grain schweren Geschoss. Für diesen Test nutzen wir wie immer die Browning Buckmark. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Wiederlader TV. Wir sind jetzt auf der Schießbahn. Das Magazin ist gefüllt mit 10 Patronen der Federal Gold Medal. Die Entfernung zum Ziel beträgt wie immer 25 Meter und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. So, hier seht ihr jetzt mal meine 10 Schussgruppe. Entfernung waren wie gesagt 25 Meter und bis auf die drei unteren hier sieht das eigentlich sehr gut aus. Die Ermittlung der Geschwindigkeit erfolgt wie immer 5 Meter vor der Mündung. Fünf Meter vor der Mündung haben wir eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 947 Fuß pro Sekunde und eine durchschnittliche Energie von 79,8168 Foot-Pounds. Das entspricht rund 108,22 Joule. Die Federal Gold Medal Patrone liefert akzeptable Werte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Preis greife ich dann lieber auf ein anderes Produkt zurück. Wenn euch dieses kleine Video hier gefallen hat, dann seid doch mal bitte so lieb und klickt auf das Daumen-Hoch-Symbol unterhalb des Filmes. Hinterlasst eure Kommentare, das heißt, ihr könnt mir schreiben, was ihr für Erfahrungen mit dieser Federal Gold Medal Patrone gesammelt habt, weil das ist ja immer nur aus meiner Waffe, unter meinen Bedingungen, mit Schützenstreuung, mit allem drum und dran. Also mich würde mal interessieren, wie eure Erfahrungen so sind. Wenn ihr noch nicht habt, dann seid auch bitte so lieb und abonniert meinen Kanal. Damit bekommt ihr dann ein- bis zweimal die Woche in der Regel die neuen Videos direkt auf euren Startbildschirm und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Abo platziert. Ganz herzlichen Dank fürs Zusehen und bis demnächst bei Wiederlader TV.